Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face für dich und da werde ich nur Produkte von der Firma L'Oreal verwenden. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, L'Oreal hat auch neue Produkte rausgebracht, die ich gerne in diesem Video einfach mal testen möchte. Und wir fangen einfach mal an mit einem Primer. Und da habe ich das Glow Cherie Natürliches Glow Fluid in der Farbe Light. Das konnte man vor einem Jahr, glaube ich, auch in dieser kleinen Probiergröße kaufen im DM. Und das habe ich dann auch damals getan. Das kommt hier raus mit so einem Rausdruckvieh. Und das habe ich auch schon mal in einem Shop My Stash Lottery als Primer verwendet und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe natürlich meine ganz normale Tagespflege darunter, aber dieses Fluid, was übrigens mega angenehm nach Pfirsich riecht, gibt eine wundervolle Strahlkraft auf das Gesicht. Das ist ein echt angenehmer Glanz. Ich würde auch sagen, dass es so eine leichte Tönung hat und das Gesicht auch ein bisschen dunkler macht, aber ich gebe ja auf jeden Fall auch noch eine Foundation und so drüber. Also von daher, ne, ich mag das richtig gerne und finde, dass es auch schön aussieht. Das ist so nicht glitzerig, sondern es ist so ein Perlmuttschein, den man dann aufs Gesicht bekommt und das gefällt mir echt gut. Als Foundation habe ich zwei zur Auswahl, die ich jetzt theoretisch verwenden könnte. Einmal habe ich im Trash-Paket von der lieben Jenny die Infallible Total Cover bekommen in der Farbe 13 Beige Rosé. Alternativ hätte ich die neue, die Skin Paradise Tinted Water Cream Perfecting Healthy Glow mit Lichtschutzfaktor 20 und das dürfte die Farbe Fair sein. Und die werde ich mir zunächst mal auftragen und da werde ich mal gucken, ob ich mir die drüber gebe oder wie auch immer. Weil hier weiß ich einfach nicht, wie die so ist. Ich habe auch schon das ein oder andere Video gesehen. Ich weiß nicht, ob das richtig als Foundation zu betrachten ist oder eher als, ja, so Primer oder so. Das weiß ich noch nicht. Das ist nämlich ein getöntes Feuchtigkeitsfluid mit gesund aussehendem Glow. Auch das kommt in so einer Rausdrückflasche raus und ich habe gesehen, dass man das einfach so aufs Gesicht aufgibt und mit den Händen verteilt. Da bin ich sehr gespannt, also es hat eine Tönung auf dem Gesicht. Ich finde es ganz schön gelbstichig irgendwie, aber gut, ja, also, ne, ja. Jetzt im Haaransatz muss ich das auch ein bisschen reinblenden, ansonsten sieht es halt auch ein bisschen merkwürdig aus. Übrigens nicht wundern, ich habe eben ein Nöneken auf der Couch gemacht. Also ja, hier befindet sich noch ein bisschen der Couchabdruck in meinem Gesicht. Aber gut, wir haben ja nachher noch ein Puder, was wir drüber geben und so weiter. Dann wird sich das vielleicht auch noch alles relativieren. Der Glow von der Foundation kommt tatsächlich durch und ich würde sie auch als eine Foundation mit einer ultraleichten Deckkraft bezeichnen. Kann man ja vielleicht mal versuchen, das mit dem Schwämmchen einzuarbeiten. Ich habe jetzt hier ein angefeuchtetes Ember-Schwämmchen, ob das irgendwie funktioniert, aber ich wage es zu bezweifeln, weil ich glaube, so werde ich eher Produkt abnehmen, als dass ich das wirklich einarbeite in die Haut, weil die Konsistenz von dem Produkt halt auch eher so eine cremige ist und weniger halt wie so eine Foundation, ne? Das macht jetzt gar keinen Sinn. Ne? Deswegen, also ja, BB-Creams, CC-Creams trage ich ja tatsächlich auch lieber mit meinen Händen auf, deswegen absolut verständlich. Hier steht jetzt, glaube ich, nicht irgendwie, nee, hier steht nicht jetzt explizit drauf, dass es eine BB-Cream oder sowas ist, aber ja, es ist solide. Genau, was es nicht macht, irgendwelche trockenen Stellen hier betonen oder so, das finde ich sehr positiv, weil es halt wirklich wie so eine schöne Creme ist, deswegen. Als Concealer habe ich hier den Perfect Match Concealer und den werde ich jetzt einfach mal auftragen. Den habe ich in der Farbe 1N Ivoire. Ja, hat hier so ein Füßchen. Batsche ich mir hier so drunter. Und da so hin. Und da so hin. Und da so hin. Oh komm, und da. Und da. Dann arbeite ich das einfach mit meinem Schwämmchen ein. Das ist eine relativ dezente Deckkraft, deswegen baue ich den jetzt einfach nochmal so ein bisschen an kritischen Stellen auf. Doch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, dass mein Hautbild auch wirklich gut aussieht, zusammen Concealer, Foundation, Primer und so weiter. Ich finde, das sieht echt klasse aus. Ich habe aber definitiv das Gefühl, als müsste ich den Concealer setten. Dafür nehme ich mir dieses Puder, das ist True Match Super Blendable Perfecting Powder in der Farbe 2R2C Vanilla Rose. Ja, habe ich mal bei Look Fantastic gekauft und da gehe ich dann einfach, weil es halt eine leichte Färbung hat, erstmal mit einem Pinsel rein, um unter meinen Augen zu setten und
gehe da nicht direkt mit dem Schwämmchen rein. Das mache ich eher bei Translucent Powder. Aber hier habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass ich mir zu viel Farbe, sage ich mal, dann da drauf geben würde, zu viel Pigment. Da habe ich jetzt von Lini Brush den Tapered Powder Brush. Das ist dieser hier. Kann man bei Cosmetic for Less bestellen. Und dann pudere ich einfach auch den Rest von meinem Gesicht ab. Das Puder wirkt immer auf den ersten Blick recht mattierend. Wenn man aber dann ein bisschen abwartet, dann verbindet sich das Puder sehr, sehr schön mit der Foundation und so weiter. Und dann kommt der Glow auch wieder durch. Das ist nur im ersten Moment, dass quasi alles dann so abmattiert wird. Und genau, danach sieht alles wieder sehr natürlich aus. Dann hast du auch nicht mehr dieses pudrige Finish. Genau. Jedenfalls bei mir ist das so. Mensch, und wenn ich mir das jetzt so angucke, dann passt dann doch irgendwie mein Gesicht wieder zum Rest meines Körpers. Ne? Als ich eben die Foundation aufgetragen habe, habe ich echt gedacht, alto Valley. Ich glaube, da ist echt weniger mehr und da muss man das gegebenenfalls, wenn man möchte, eher aufbauen und nicht hier so in zwei Streifen aufgeben und verteilen. Das ist, glaube ich, eher die falsche Wahl gewesen. Jo. Dann habe ich jetzt einfach mein Gesicht mal ein bisschen gesettet und ich finde, das sieht auch alles sehr, sehr flawless und sehr, sehr schön aus. Mag ich richtig, richtig gerne und jetzt sieht man auch schon an den Wangen, wie der Glow schon wieder durchkommt. Als Bronzer habe ich mir geholt den Back to Bronze in der Farbe 02 Sunkiss. Auch hier haben wir wieder die gleiche Verpackungsgröße wie bei dem Puder, was ich echt toll finde. Einen Duft hat das jetzt nicht wirklich, das finde ich aber auch nicht schlimm. Und da gehe ich jetzt mit dem gleichen Pinsel rein, den ich eben für den fürs Puder verwendet habe und trage mir den Bronzer auf. Doch, die Farbe passt. Ich hatte erst befürchtet, dass mir das vielleicht ein bisschen zu dunkel sein könnte. Aber wenn man sich das halt leicht aufträgt und dann auch schön ausblendet, dann sieht das Ganze sehr schön aus, sehr natürlich auch. Diese Couch-Verfärbung hier an der Seite werde ich auch heute, glaube ich, nicht unbedingt ausgeglichen bekommen. Definitiv ein schöner Bronzer, der gefällt mir. Also ich hätte jetzt noch einen zweiten da gehabt, den ich alternativ hätte nehmen können, wenn er mir zu dunkel gewesen wäre. Denn ich habe mir von L'Oreal auch das Cherie on the Cake geholt in der Farbe 01 Cherry Fever. Das ist dieses hier. Aber ich glaube, dann werde ich davon nur den Blush verwenden. Wobei der Bronzer hier so einen Schimmer hat. Das ist übrigens, oh, ist das hübsch, dieses Pressing, ne? Ich glaube, den gebe ich mir so ein bisschen on top. Das sieht so schön aus. Da hast du einfach ein Cupcake mit einer Kirsche drauf. Und es riecht auch ein bisschen nach Kirsche. Geil. Gehe ich jetzt hier einfach mal mit dem Pinsel auch nochmal in den Bronzer hier oben rein. Gib mir den einfach mal on top. Mal gucken, was dabei rumkommt. Nicht viel, ne? Nö, da siehst du nicht viel von. Na komm, so einen zarten Glow gibt das schon drüber. Jetzt gucken wir uns aber trotzdem den Blush an. Ich gucke mal, ob ich dann nur den Blush oder ob ich den dann wirklich mit dem Braun vielleicht auch mal so zusammengebe. Das ist eher so ein rosafarbener. Ja, da kommt jetzt nicht, da kommt gar nichts auf mein Gesicht. Gar nichts. Krass. Dann mische ich die beiden Farben einfach mal. Vielleicht macht das ja Sinn. Weiß ich nicht. Nee, das wird dann nur braun. Das ist doch auch blöd. Ich versuche den jetzt einfach mal so weit aufzubauen, dass man ihn wenigstens ein bisschen sieht. Aber da kriegst du eigentlich nur Schimmer, ne? Schade, 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 schade. Ich fand das echt süß vom Packaging bzw. von dem Pressing. Und wenn da ein bisschen mehr Pigment drin wäre, ich meine, so kannst du den natürlichen Blush halt machen. Aber ich habe jetzt schon mehrere Schichten aufgetragen und sehe ihn jetzt noch nicht wirklich. Das ist doch eher mau, ne? Leider. Schade. Gucken wir mal, was der Highlighter kann. Und zwar habe ich hier ein neues Produkt. Das ist Iconic Glow Highlighting Powder in der Farbe 01 Coconut Addict. Ja, ich glaube, das ist sogar der einzige Highlighter, den L'Oreal hat, oder? Ich bin ja nicht so der Kokos-Fan, aber wenn das Produkt gut ist, dann kann ich den Duft für den Moment ertragen. Das bleibt ja nicht den ganzen Tag auf dem Gesicht. Riechst du aber nicht viel von Kokosnuss. Es ist schon mal sehr weiß. Jetzt nicht, wie sehr das dann vielleicht pigmentiert ist. Oh, das schimmert eher rosa. Krass. Nehme ich mir mal einen Highlighter-Pinsel und trage mir das einfach mal auf. Ja, Hallo Glow. Den mag ich. Der hat zwar einen rosa Stich mit drin, aber jetzt nicht zu intensiv. Ich blende ihn auch so ein bisschen in der Gegend rum, damit es halt nicht nur so punktuell ist. Und damit ich hier vielleicht auch so einen kleinen Blush-Ersatz bekomme damit.
Doch, den mag ich. Der sieht doch schön aus. Doch, komm. Man muss es halt mögen, ne? Mit diesem bunten Schimmer. Also bunt ist gut, mit dem rosa-goldenen Schimmer. Aber wenn man eh nicht so wirklich Blush drauf hat, dann passt es auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall klar. Ich finde es irgendwie süß. Wird jetzt nicht mein Lieblingshighlighter, weil dafür ist er mir halt zu rosa-stichig. Aber ich finde ihn gut. Den Augenbrauenstift hatte ich schon in meiner Shop My Stash Lottery gezogen. Der ist dann nicht so gut weggekommen. Das ist der Brow Artist Designer in der Farbe Blond. Das ist einfach einer hier mit einem Spoolie und auf der anderen Seite zum Anspitzen. Da habe ich nicht so viel Produkt runtergekriegt. Mal gucken, ob es jetzt vielleicht besser ist. Vielleicht war es ja nur die erste Anwendungsgeschichte. Ich habe den jetzt auch einmal angespitzt, um zu gucken, ob das vielleicht wirklich nur so am Anfang das Problem war oder ob sich das jetzt wirklich durch den ganzen Stift durchziehen wird, was ich nicht hoffe. Es ist nach wie vor zart. Der Stift ist relativ hart und das hat sich gereimt. Aber die Farbe passt echt gut. Und dann würde ich sagen, ist es okay, wenn man dann auch ein bisschen mehr Zeit aufwenden muss, ein bisschen mehr Druck ausüben muss auf den Stift, wenn dann nachher die Farbe so gut passt. Natürlich hat der Augenbrauenstift seine Namensbezeichnung voll verfehlt, weil das ist nicht ein Brow Designer, finde ich. Das ist eher ein Touch of Color Pencil. Es ist schon sehr, sehr natürlich. Ich habe einfach nur meine Augenbrauen ein bisschen aufgefüllt und viel mehr eigentlich nicht. Also ich muss tatsächlich recht viel Zeit investieren, um jetzt ein einigermaßen stimmiges Ergebnis hinzukriegen. Aber wenn man einen sehr natürlichen Augenbrauenlook erzielen möchte, ist das hier auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ich konnte damit ein bisschen was auffüllen, ein bisschen was schick machen, aber es hat jetzt nicht irgendwie den Effekt gegeben, den ich mit anderen Augenbrauenstiften habe. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, ne? Ich habe die ganze Zeit halt auch das Bedürfnis nachzukorrigieren, aber ich kriege ja nicht mehr Farbe drauf, als jetzt drauf ist. Deswegen schaffe ich das gar nicht mehr. Also lege ich ihn jetzt zur Seite und sage, das ist der Augenbrauenlook, den man damit erzielen kann. Ich habe ja eben schon Concealer auf meine Lider gegeben. Das war dann quasi der Lidschattenprimer. Ich habe es auch schon gesettet mit meinem Puder und kann nun meinen Augenlook schminken. Dafür habe ich mir die Paris Electric Nights Palette geholt. Allein wegen dem Packaging ist die echt schon mal der Knaller, ne? Das haben wir auch schon bei anderen Paletten gesehen. Auch Catrice und Essence haben das, glaube ich, mal übernommen. Aber das sieht so schön aus. Ich könnte den ganzen Tag nur damit rumspielen. Das ist echt voll schön. Gut, die Palette an sich ist auch schön. Das sind aufregende Farben, vor allem dunkle Farben. Irgendwie ist draußen ein Rollerfahrer unterwegs und geht mir tierisch auf den Keks und ich habe keine Ahnung, was das soll. Ey, im Ernst, ne? Naja, du hast hier einen schönen großen Spiegel mit drin, was ich klasse finde. 9 wundervolle Farben, wovon 3 matt sind und 6 schimmernd. Und ja, ich würde sagen, wir testen die doch einfach mal aus. Die Farben haben jetzt hier keine Namen abgebildet. Nö, haben die nicht. Dann nehme ich mir erstmal diese Farbe hier oben. Das ist so ein mattes Hellbraun. Ich nehme das mit dem Pinsel auf, klopfe erstmal vorsichtig ab und gebe das in meine Lidfalte. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals schon mal L'Oreal Lidschatten oder eine L'Oreal Lidschattenpalette verwendet habe. Die habe ich mir jetzt ja auch neu gekauft bei Douglas, weil die irgendwie auch reduziert war und da habe ich zugeschlagen. Ansonsten hätte ich diesen Look nämlich ohne Lidschatten geschminkt, also das wäre sonst mein Plan gewesen. Aber dann habe ich halt die Palette gesehen und dachte mir, ja komm, nimmst du die mal mit? Nee, das ist kein Rollerfahrer. Da ist irgendwer draußen am Schleifen. Wir haben es heute nämlich Samstag, wo ich das Video drehe. Es ist Wochenende. Da kann das natürlich sein, dass jemand gerade ein bisschen am Werkeln ist. Großartig. Doch, da muss ich sagen, das ist eine schöne Farbe, die lässt sich auch schön verblenden. Es ist mit einer sanften Pigmentierung, aber genau passend für diese Art von Einsatz, wie ich sie halt verwende. Nämlich so als Vorbereitungsfarbe für die Lidfalte. Ne? Da brauche ich jetzt auch keine krasse Pigmentierung haben, da reicht mir das vollkommen aus. Dann nehme ich mir dieses Tönchen, das ist auch eine matte Farbe, so ein Rotbraun auf diesem I. Und gebe mir das erst hier außen in mein V. Blende das dann in meine Lidfalte, jedenfalls dahin, wo ich es haben möchte. Das ist bei mir so eher
Richtung Knochen oben. Ja, das ist eine schwierige Farbe, weil die sehr rötlich ist, ne? Da kannst du halt auch viel mit verkehrt machen. Geh da einfach nochmal ohne Farbe mit dem Pinsel nochmal an den Kanten entlang, damit es ein bisschen softer wird. Also dafür, dass ich jetzt so ein Rot aufgetragen habe, sieht es okay aus, aber es sieht schon ziemlich schwierig aus, oder? Liegt vielleicht auch daran, dass ich so meine Äderchen hier habe. Wenn ich dann mit dem Rot drüber gehe, wird es echt schwierig. Ich verblende das jetzt mal, um das ein bisschen softer hinzukriegen, weil mir das doch irgendwie zu kränklich aussah. Finde ich jetzt nicht so mega krass irgendwie, oder? Weiß ich nicht. Ich mache jetzt trotzdem was Verrücktes und nehme hier einfach diesen Aubergine-Ton hier unten. Und damit verstärke ich dann nochmal die ganze Geschichte. Das kann jetzt verrückt werden, weil Lila mit Rot ist wirklich richtig krass. Blau ist ja auch noch drin. Den versuche ich mir aber nur hier außen aufzugeben und gar nicht weiter hier mit in die Lidfalte zu verblenden. Einfach um das äußere V hier zu verstärken. Ja, das geht. Das mag ich leiden. Das ist schön. Ist halt bei weitem nicht so dunkel wie im Fännchen, aber es hat eine angenehme Pigmentierung. Jetzt möchte ich gerne zwei Farben verwenden. Und zwar, dieses helle von dem P werde ich gerne bei mir im Innenwinkel auftragen und unter der Augenbraue. Und die goldene Farbe möchte ich gerne über mein komplettes bewegliches Lid geben. Mal gucken, ob ich das mit einem Smudger-Pinsel aufgetragen bekomme. Nehme ich erstmal das Gold. Oh, da kommt gut was auf den Pinsel. Presse das hier so schön drauf. Ja, so ein Look habe ich auch schon häufiger geschminkt, ne? Dass ich mir das hier außen so rot-lila gemacht habe. Dann in der Mitte Gold und außen hier dann dieses Helle. Das mag ich auch gerne an mir leiden. Das sieht gut aus. Also von der Art her. Versuche jetzt mal mit dem Finger, weil das Pigment ist doch sehr, sehr lose und es krümmelt hier auch ein bisschen krass rum gerade. Ja, das krümmelt. Oh mein Gott. Jetzt gerade ganz viel Glitzervorlaut bekommen. Ja, das kannst du dann besser mit dem Finger auftragen und mit dem Pinsel ein bisschen nachjustieren, weil du ansonsten zu wenig... Ja, weil das ist super soft. Ich habe es ja vorher nicht geswatcht, ne? Hammer. Das funktioniert sonst einfach nicht gut. Da muss ich aber sagen, dass mir der Ton jetzt tatsächlich auch ein bisschen zu krass flockt. Das finde ich nicht schön. Also ich mag es nicht, wenn ich meine Base machen muss, nachdem ich mir meinen Augenlook geschminkt habe, weil mir mein halber Augenlook aufs Gesicht fällt. Das ist schade, oder? Ich schaue mal, welche Konsistenz dieser Champagnerton hat. Ich glaube, den kriege ich mit dem Pinsel gegriffen. Ich glaube, das kann was werden. Ziehe ich mir dann auch ein bisschen mit auf das Gold, einfach damit ich das so fließend ineinander übergehen lassen kann. Und das, was ich dann als Rest auf dem Pinsel habe, kommt unter die Augenbraue. Und das ist ein schöner Ton. Den mag ich richtig gerne. Ganz schön hartnäckiges Vorlaut. Das kriegst du nicht so leicht weg. Das bleibt auch gerne einfach mal da. Schade. Die untere Wasserlinie lasse ich jetzt so, wie sie ist, weil ich gleich noch ein Kajal habe, den ich ausmatschen werde. Das können wir jetzt zusammen machen, glaube ich, ne? Da habe ich mir nämlich diesen hier geholt. Das ist der Le Liner Signature Eyeliner in der Farbe Türkis. Finde ich wunderschön. Und den wollte ich mir eigentlich gerne an den unteren Wimpernkranz geben. Mal gucken, ob das funktioniert. Als Kajal und dann ausmatschen kann man natürlich auch machen. Den male ich hier ganz, 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 ganz nah am unteren Wimpernkranz. Fast schon so in die Wimpern rein. Witzig, so einen ähnlichen Look habe ich auch mit der Secret of Amira Palette geschminkt, ne? Von Luvia. Gut, dann nehme ich mir einfach so einen Point Brush, mache ich jetzt einfach mal. Und smoke das ein bisschen aus. Ist eine schöne Farbe, oder? Die mag ich unfassbar gerne leiden. Ich mag so Türkis ja sowieso richtig gerne. Sieht man das? Das ist mein Grün. Oder? Ja, das ist mein Grün, Claudi. Mag ich auf jeden Fall leiden. Aber diese Konstellation habe ich schon öfters getragen. Ich muss sagen, dass ich diese Palette jetzt nicht exorbitant krass finde. Das ist jetzt halt nicht so der helle Wahnsinn. Die ist schön. Also das ist jetzt auch nett, dass ich mal eine L'Oreal-Palette ausprobiert habe. Aber sie ist jetzt nicht besser und nicht schlechter als zum Beispiel die Luvia Secret of Amira-Palette, mit der ich fast genau den gleichen Look geschminkt habe.
Aber dazu verleiten mich persönlich diese Farben halt so ein bisschen auch, ne? Man hätte ansonsten auch dieses Blau an den unteren Wimpernkranz geben können, aber es ist halt schimmernd, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Gerade weil diese Geschichte ja auch echt krass bröckelt, hätte ich da auch ein bisschen Angst gehabt. Schön finde ich, wie schön foliert diese Schimmertöne sind, ne? Also das ist natürlich super nice. Ja. Mit MAC Fix Plus werde ich mein Gesicht jetzt einfach mal fixieren, beziehungsweise dafür sorgen, dass die pudrigen Texturen und die nicht pudrigen Texturen, die cremigen Texturen sich miteinander verbinden. Dann biege ich mir jetzt einfach mal meine Wimpern zurecht, weil wir gleich eine neue Mascara ausprobieren werden. Wir kennen ja alle die Paradise Ecstatic Mascara, die es sonst immer im Standardsortiment gab. Und nun hat L'Oréal eine neue Mascara rausgebracht, die Weiterverbesserung quasi sein soll. Genau, das ist die Lash Paradise und nicht die Paradise Ecstatic. Okay, ja, ich habe die Farbe Intense Black. Verpackung schön, ne? Rose Gold hatten wir vorher auch bei der Paradise Ecstatic. Bürstchen ähnlich, aber nicht identisch. Hier haben wir das Bürstchen von der Lash Paradise Mascara. Wir sehen, dass wir hinten dicker sind als vorne, aber in der Mitte trotzdem immer noch schmal zusammengehen. Bei der Paradise Ecstatic war man vorne auch relativ breit, was manchmal etwas erschwert hat, die unteren Wimpern auch damit zu tuschen. Die haben einfach zugehört und dann überlegt, okay, manche Sachen müssen jetzt einfach mal verbessert werden und daraufhin diese Mascara rausgebracht. Vom Duft her hat die wirklich einen leicht blumigen Duft, das ist super angenehm. Die mag ich. Also die riecht wie ein schönes Parfüm, was ich auch tragen würde. Eau de Mascara. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Holla, die Waldfee. Also die macht ein wirklich schönes Ergebnis. Die verlängert die Wimpern, die macht die mit Schwung dabei, die macht da Volumen und Kabuff, Kabäm. Also mir gefällt die Mascara. Das Einzige, was ich jetzt am Anfang habe, ist hier ein bisschen Mascara Fallout, was daran liegen kann, dass die Mascara noch sehr neu und sehr feucht ist. Das lasse ich aber ein bisschen antrocknen und mache das gleich einfach mit einem Bürstchen weg, mit einem Pinsel, das oder mit dem Finger oder sonst irgendwie. Aber Leute, die gefällt mir. Ich meine, die Paradise Ecstatic fand ich ja schon super. Aber das ist echt nochmal eine Stufe härter, finde ich. Ich finde die gut. Ich finde die richtig gut. Krass. Doch, das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Also ich glaube, das Gesamtbild passt bislang auch ganz gut, ne? Also da beschwere ich mich auch nicht. Ja, jetzt gehen wir mal zu den Lippen. Denn Lippen ist etwas, was L'Oréal einfach echt drauf hat. Also die haben so schöne Produkte. Dann nehme ich mir zuallererst den Lip Liner, Infallible Longwear Lip Liner in der Farbe 212 Nude Ist. Das ist so ein schöner Mauve-Ton, Taubton würde ich tatsächlich eher dazu sagen. Speziell, ne? Das ist so eine richtige lila Farbe und ein bisschen sehr kühl. Das passt jetzt nicht unbedingt zum Look, aber die Lippe an sich, das finde ich ziemlich cool. Das mag ich gerne leiden, doch, muss ich wirklich sagen. Das sieht aber auch ein bisschen so aus, als hätte ich jetzt blaue Lippen bekommen, weil mir kalt ist, ne? Aber die Lip Liner, die lassen sich super schön auftragen und gleiten richtig toll über die Lippen drüber. Du hast hier, glaube ich, auch einen Anspitzer hinten drin oder ist es zum Hochdrehen? Nee, es ist einfach gar nichts. Ich ziehe es immer wieder ab und da ist einfach nie was drin, ne? Ah, okay, es ist einfach das Plastikding, was du anspitzen musst. Und dann läuft der Lachs, genau. Ich mache jetzt da aber noch trotzdem noch einen Lippenstift drüber, weil so geht das natürlich nicht mit dem Augenlook zusammen, ne? Ich glaube, ich nehme einfach den Contemporary von Karl Lagerfeld mit L'Oréal in der Kooperation. Den finde ich ganz cool. Den habe ich mal von der lieben Jana gehabt. Ich glaube, im Adventskalender habe ich den bekommen. Und das gefällt mir eigentlich in Kombi ganz gut dazu. Ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen was Kühleres, aber es passt auf jeden Fall meiner Meinung nach zum Augenlook. Und das wäre jetzt tatsächlich mein komplettes Fullface, doppelt gemoppelt hält besser, mit L'Oréal-Produkten. Ich weiß nicht, schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, welches Produkt du am coolsten fandest, welches du nicht so geil fandest. Und da bin ich einfach sehr gespannt, was ihr so schreibt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!